Fast so alt wie Star Wars selbst ist die beliebte Meinung, dass Sturmtruppen einfach nicht so das Wahre sind. Nicht nur können sie anscheinend überhaupt nicht zielen, auch ihre Rüstungen sind ein Witz. Sollten die Elite-Soldaten des Imperiums nicht besser geschützt sein? Wenn ein Mann mit einem langen Kampfstock auf einen zukommt, hat man eigentlich schon verloren. Der Helm sorgt dafür, dass man gar nichts sieht und deswegen nicht trifft, und sobald man von einem Blasterschuss getroffen wird, ist man sofort tot. Wenn einen die Rüstung also praktisch vor gar nichts schützt, warum trägt man sie überhaupt? Die erste und nicht ganz falsche Erklärung ist natürlich, dass die Rüstung auch einen symbolischen Zweck erfüllt. Die Sturmtruppen sollen entmenschlicht werden und ihre Individualität unterdrücken, um die totale Kontrolle des Imperiums zu untermauern. Man hat hier keine Menschen vor sich, sondern das Imperium. Es gibt keine Individuen, es gibt nur das Imperium. Für diesen Zweck wären die Rüstungen also perfekt, selbst wenn sie überhaupt keinen Schutz bieten würden. Das Ding ist aber, die Rüstungen schützen ihre Träger viel mehr, als die meisten denken. Denn höchstwahrscheinlich ist er nicht tot. Er auch nicht und er auch nicht. Grundsätzlich, die meisten Sturmtruppen, die von einem Blasterschuss getroffen werden, sind danach nicht tot. Ich mein's ernst, euer Leben war quasi eine Lüge. Aber fangen wir vorne an. Woraus sind Sturmtruppenrüstungen eigentlich gemacht? Sie bestehen größtenteils aus Plastoid. Plastoid ist nicht real, es gibt es also nur im Star Wars Universum und es ist quasi der beste Kompromiss aus allen Dingen, die eine Rüstung braucht. Es ist formbar wie Kunststoff, hat aber je nach Güterklasse auch andere Eigenschaften. Es kann so stark wie Stahl, so projektilabweisend wie Kevlar und so elektrisch isolierend wie Gummi sein. Natürlich gibt es andere Materialien, die besser schützen würden, wie zum Beispiel Durastahl, diese wären aber oft viel zu schwer und schwieriger zu bearbeiten. Und für die schiere Menge an Sturmtruppenrüstungen ist die einfache Herstellung von Platten aus Plastoid die beste Option. Die Herstellung ist schneller und billiger. Es wiegt deutlich weniger und ist deswegen leichter zu tragen. Und der Schutz, den es bietet, ist mehr als akzeptabel. Es ist sozusagen der beste Allrounder. Aber deswegen ist es eben auch nicht perfekt. Gegen Gewalteinwirkungen mit stumpfen Gegenständen war man zum Beispiel nicht sehr gut geschützt. Der Helm war nämlich in einer Einheitsgröße und passte deswegen nicht perfekt, sodass der Kopf bei einem Schlag auf den Helm oft im Helm hin und her schlug. Und das verstärkt ja sogar die Wirkung des Schlags. Deswegen war Shirut Imwe mit seinem Stock oder sogar die Ewoks mit ihren Steinen so wirkungsvoll gegen die Sturmtruppen. Das ist ein ganz klarer Nachteil. Dafür schützen die Rüstungen aber ziemlich gut gegen Blasterfeuer. Denn wie gesagt, die meisten Sturmtruppen, die getroffen werden, sind danach nicht tot. Denn was macht ein Blasterschuss eigentlich normalerweise mit dem Körper? Also, der Schuss hat sowohl hohe kinetische Energie als auch hohe Wärmeenergie. Bedeutet, er ist sehr schnell und sehr heiß. Beides ist für den Getroffenen nicht besonders gut. Die Hitze bringt erstmal das Fleisch der getroffenen Person an der Eintrittsstelle sofort zum Verdampfen. Die Wunde wird dann sofort von der Hitze verätzt bzw. ausgebrannt, weswegen man auch nicht blutet. Die restliche Wärmeenergie verbreitet sich daraufhin im Bereich um die Eintrittsstelle. Dort bringt sie Zellflüssigkeit zum Kochen, wodurch innere Blutungen entstehen und Gewebe geschädigt wird. So, jetzt wo die Hitze schon Schaden angerichtet hat, kommt noch die Schnelligkeit und damit die Wucht des Blasterbolzens hinzu. Die Kraft beim Aufprall ist so groß, dass oft allein dadurch nahestehende Organe und Gewebe beschädigt werden. Wenn die Entfernung klein genug ist, kann es sogar passieren, dass der Aufprall Knochen bricht. Also wie man merkt, so ein harmlos wirkender Blasterschuss hat es ganz schön in sich. Schaut euch jetzt irgendeine Szene an, wo unfassbar viele Schüsse rumfliegen, und denkt daran, dass jeder einzelne dieser Schüsse kranken Schaden anrichten kann. Aber wie genau schützen die Rüstungen der Sturmtruppen ihre Träger denn vor diesem Schaden? Also, die Rüstung ist zum einen wärmeisoliert, sodass Sturmtruppen in allen möglichen Wetterkonditionen überleben können. Diese Wärmeisolierung verhinderte zwar nicht mildere Verbrennungen, aber sie dämpfte den extremen Schaden, den die Hitze sonst anrichten würde. Im Prinzip funktioniert es ziemlich genauso wie eine kugelsichere Weste. Normalerweise würde die Energie auf die Stelle des Aufpralls konzentriert werden, was erheblichen Schaden verursacht. Das Plastoid aber verteilt die Energie auf die gesamte Fläche der Rüstung. Das ist immer noch genug, um den Truppler auszunocken, aber die schlimmen Konsequenzen, die ein Blastertreffer normalerweise mit sich bringen würde, werden auf diese Weise verhindert. Damit haben wir schon mal den großen Mythos, dass getroffene Sturmtruppen sofort sterben, aus dem Weg geräumt. Doch da hört der Funktionsumfang der Rüstung noch lange nicht auf. Auch der Helm hatte es trotz seines schlechten Rufs in sich. Es gab ihn in mehreren Ausführungen, die alle verschiedene integrierte Spezialkomponenten enthielten. Das folgende traf aber auf quasi jeden der Helme zu. Sie waren mit einem Filtriersystem ausgestattet, das die meisten planetaren Atmosphären atembar machte. Für toxische Umgebungen gab es einen Luftabzug, der den Atem des Trupplers absaugte und durch eine Luftumwandlungseinheit wieder in frische Luft umwandelte. Durch eine künstliche Luftzufuhr wurde diese recycelte Luft dann wieder an den Truppler abgegeben. Am interessantesten finden wir aber den visuellen Prozessor. Denn ja, wegen dieser Szene denken viele, dass Sturmtruppen quasi nichts sehen können. Wirklich wie ein Sturmtruppler. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Ach, dieser Helm! Ich kann nichts sehen!
aber man muss bedenken, dass Kanan und Rex vorher von Ezras Betäubungsschüssen erwischt wurden. Und diese haben die Eigenschaft, dass sie oft die komplette Elektronik des Ziels lahmlegen können. Es wurde zwar nie offiziell bestätigt, aber eigentlich kann nur das der Grund sein, wieso Rex in dieser Szene nichts sieht. Denn obwohl man es vielleicht nicht erwarten würde, ist der Sturmtruppenhelm mit sehr viel Hightech ausgestattet. Der visuelle Prozessor erzeugte holographische Umgebungsbilder und schützte die Augen des Trägers vor extremer Helligkeit. Er hatte aber natürlich auch eine Nachtsichtfunktion für die Nutzung in der Dunkelheit. Nicht nur das, selbst in dichtestem Rauch oder sogar durch Feuer hindurch konnte man ein klares Bild sehen. Zudem konnte man auf Infrarot- und Wärmebild umschalten, sodass man auch Feinde hinter Wänden sehen konnte. Wenn der Truppler einen Schuss abfeuerte, polarisierte das Visier sofort, sodass er nicht vom Schuss geblendet wurde. Ironman-mäßig konnte der Träger sogar verschiedene Werte im Helmdisplay erkennen, wie Zielerfassungs- und Umweltanalysen. Darüber hinaus konnte man auch auf Daten zu verschiedenen militärischen Zielen und zivilen Organisationen zugreifen. Außerdem warnten Bewegungssensoren den Träger vor jedem Feind, den er möglicherweise übersehen hatte. Also, wie ihr merkt, Sturmtruppenhelme halfen ihren Trägern sogar enorm dabei, Dinge zu sehen. Und ja, auch Luke konnte in Episode 4 im Helm nichts sehen, aber er war auch bekannterweise zu klein für einen Sturmtruppler. Und die Helme waren in einer Einheitsgröße hergestellt. Natürlich ist die wahre Erklärung, dass es die ganze Lore um Sturmtruppenrüstungen und Helme 1977 noch nicht gab. Aber jetzt gibt es sie eben schon und deswegen machen wir dieses Video. Und trotzdem passt eigentlich alles einigermaßen zusammen. Als Obi-Wan zum Beispiel die Genauigkeit in Präzision der Schüsse bei den Jawas bemerkt, schlussfolgert er ja auch, dass das nur imperiale Sturmtruppen gewesen sein können. Man kann in den Helmen also auf jeden Fall was sehen. Wir haben nur wegen Plot-Armor und dem Fakt, dass das Imperium Leia in Episode 4 entkommen lassen wollte, ein grundsätzlich sehr verdrehtes Bild von den Sturmtruppen. Aber da es ja heute um ihre Rüstungen geht, nennen wir jetzt noch zwei Faktoren, die die Rüstung eigentlich ziemlich krass machen. Die eben erwähnte Wärmeisolierung ermöglichte es dem Träger in eigentlich jeder möglichen Wetterkondition nicht nur zu überleben, sondern sich auch wohl genug zu fühlen, um seiner Arbeit nachzukommen. Egal ob in der hitzigen Wüste Tatooines oder in der eisigen Kälte von Hoth, Sturmtruppen kamen klar. Wie wir in Rogue One gesehen haben, bezieht das sogar das Vakuum des Weltraums mit ein. Wie lange man im Weltraum bleiben könnte, bevor es dann doch Probleme gibt, weiß man nicht, aber eine kurze Zeit würde der Sturmtruppler auf jeden Fall überleben. Der Grund ist, wie bei der eben erwähnten Wärmeisolierung, der schwarze Ganzkörperanzug unter den weißen Plastoidplatten. Er ist nämlich nicht nur, wie eben schon erwähnt, wärmeisoliert, sondern auch vakuumversiegelt. Und zu guter Letzt müssen wir noch erwähnen, dass der Helm natürlich auch ein Comlink und eine Kommunikationsantenne eingebaut hat, sodass sich ein Trupp Soldaten perfekt untereinander verständigen und als Einheit agieren konnte. Deswegen, auch wenn die Filme da ein wirklich verdrehtes Bild erzeugen, Sturmtruppenrüstungen sind sehr OP. Die Filme zeigen das nur nicht so gut. Dafür kann es aber noch eine andere Erklärung geben als bloß Plot-Armor. Wir behaupten, die Macht hat ihre Hände im Spiel, weswegen auch die Sith von Anfang an keine Chance hatten. Die Macht arbeitete aktiv gegen sie. Mehr dazu in diesem Video. Josh und Dima out.